Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Endlich geht es um meinen Lupo. Wir werden ja den Lupo einmal komplett auseinanderbauen. Und die ganze Geschichte kommt in diesem Lupo GTI ein. Es ist ein Lupo GTI, genau. Es ist kein FSI, es ist ja ein 1.4er FSI mit 105 PS. Ich habe das Ganze recherchiert und ja, es wurde umgebaut auf 1.4er FSI Automatik, warum auch immer, kann ich euch nicht sagen. Ist mir auch wurscht, ich habe ja das Auto sehr, sehr günstig bekommen. Und ja, GTI Optik ist einfach geiler als die normale Optik. Warum mache ich das Ganze? Es hat einen Grund, es hat zwei Gründe. Beide Gründe kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur so viel sagen. Seid gespannt. Ihr werdet dazu ein Video sehen, aber nicht auf YouTube. Mehr sage ich nicht dazu. Ich und Salo haben ein Ziel dieses Jahr und das wollen wir auf jeden Fall machen. Und dazu werden wir auch irgendwann mal was dazu sagen. Was ich heute vorhabe, ist ganz einfach. Ich will auf jeden Fall den einmal komplett, das heißt den Motor erstmal auseinanderbauen und dann euch ungefähr meine Vision sagen, was ich damit vorhabe. Ich möchte hier den Lupo GTI komplett, hier steht der, neu aufbauen mit 1.8T Geschichte, mit einem GTX Lader 30, ist ein Garrett Lader, werden wir das Ganze natürlich einmal aufpimpen. Ja, das Geile ist natürlich, ich versuche ja, dass ich das Ganze eingetragen kriege. Ich möchte, dass bei diesem Auto alles funktioniert. Das heißt ABS, Airbag, ESP. Ich versuche, dass alles funktioniert. Ja, bei dem ESP bin ich mir nicht so sicher, ob wir das machen sollten. Ich werde es erstmal machen und wenn mich das nerven sollte, werde ich das vielleicht rausnehmen. Mal schauen. Also wir werden größere Felgen fahren, wir werden größere Bremsanlage fahren, also vom Porsche 4-Kolben-System, das werde ich euch noch separat zeigen. Hier nochmal sehr, sehr großen Dankeschön an MRX Performance, die mich da sponsoren und helfen. Natürlich von der Optik soll sich das Ganze natürlich nicht ändern. Es soll ja gleich bleiben. Das heißt, hier werden wir nichts ausschneiden, hier werden wir nichts irgendwie rausgucken. Der soll genau wie ein Lupo GTI von außen aussehen. Wie das bei dem Lupo GTI aussehen sollte. So, Alan, kommst du mal ganz kurz? Mhm. Hier haben wir ja natürlich das Problem, die Stoßstange wird so nicht passen, weil er einfach viel zu breit ist. Ja. Ja? Ich werde das Ganze natürlich erstmal jetzt, vielleicht werden wir den hier ändern, der Ladeluftkühler werden wir ändern, aber trotzdem können wir die Rohre nicht von hier nehmen, weil hier die ganzen Anschlüsse, das zeige ich euch gleich, was ich machen muss, die Rohre muss ich von hier nehmen und dann schön eng hier nach oben. Das werden so Herausforderungen sein, die wir zu meistern haben. Ne? Deswegen, ich werde jetzt erstmal schnell den Motor ausbauen und dann zeige ich euch den Turbolader nochmal und dann zeige ich euch das Ganze nochmal, was wir vorhaben. Das wird auch interessant und ich baue den jetzt ganz schnell. Also ist ja, was meinst du, wie lange? Ach, 20 Minuten. 20 Minuten kriegst du das hin. Ja, 20 Minuten. Glaube ich auch. Ich baue das jetzt ganz schnell mal aus und dann zeige ich euch nochmal, was wir alles machen. Aber ich freue mich auf dieses Projekt. Ja. Endlich. Endlich wieder Lupo-Schrauben. Am Lupo-Schrauben, yay. Ja, ich habe das auch vermisst. Ne? Ich hab das Auto echt vermisst zu fahren. Ganz ehrlich. Das glaube ich dir. Aber egal, komm. Wir bauen den jetzt schnell um. Yes. We'll be right back.
Motor ist ausgebaut. Hier haben wir den GT30. Turbolader, super Turbolader. Ich muss sagen, ist ein China-Lader, aber hat gehalten. Ne, wir sind hier knapp über 400 PS damit gefahren. Aber leider hat sich die Wastegate-Klappe hat sich verbogen. Wir sind auf Anschlag gefahren. Ja, ich meine, wer sich so einen Turbolader sich gönnen möchte und bis zu 350 PS, könnt ihr damit locker fahren. Wenn ihr natürlich mehr wollt, müsst ihr mehr investieren und einen GTX-Lader holen oder halt auf externe Wastegate gehen. Das werden wir ja auch machen. GTX-Lader kommt rein, externer Wastegate kommt rein. Aber jetzt die Funktion erkläre ich euch natürlich Laufe der Reihe, wenn wir auf den Turbolader kommen, erkläre ich das Ganze nochmal bestimmt genau. So, hier wird natürlich vieles erneuert, Dichtungen und so weiter. Da werden wir auch nochmal in die Details gehen, wenn es soweit ist. Ja, wir können aber eine kleine Rundreise. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit, wie ich das Ganze vorhabe. Hier hatten wir die Ansaugung, Luftfilter. Das werden wir ändern. Hier hatten wir das Rohr zum Ladeluftkühler. Das werden wir auch ändern. Wir werden das genau wechseln. Hier wird die Ansaugung sein und hier zum Ladeluftkühler. Das werden wir auch von der Optik her ändern. Sonst wird sich von der Optik nicht viel ändern. Natürlich werden wir das Ganze versuchen, so original wie möglich zu verbauen, so dass das echt alles original aussieht. Bis auf die Farbe. Jetzt machen wir aufmachen. Und die Farbe wird schön orange sein. Ja, das wird nicht original aussehen, aber ansonsten versuchen wir so original wie möglich zu bleiben. So, und was wir jetzt alles damit noch vorhaben, das wird ihr natürlich sehen. Wie viel PS das Ganze haben wird, wissen wir nicht. Wir lassen es offen. So ist es. Es wird auf jeden Fall GTX-Lader kommen. Wir werden externe Wastegate fahren. Wir werden den natürlich auf 2 Bar einstellen, 2,2 Bar einstellen und Rest macht der Liebe mit dir. Catchstand kriegt er ja auch und so, aber dazu noch viel mehr. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich selber auf das Projekt, ich hoffe ihr auch. Und wenn es euch genauso gefallen hat wie mir selber, einer hat es dir gefallen. Auf jeden Fall. Dann lasst doch ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kfz-Fuzzi, bis dann, haut rein, ciao. So, Motor ist abgebaut. Und ja, das ist der GT30, das ist ein China-Lader. Der China-Lader kommt raus, also einer hast du dich jetzt für dich hingesetzt. Jetzt habe ich mich hingesetzt. Du machst hier nur Geräusche hier. Ich muss mich hier konzentrieren hier. Okay. Oh, ja, fangen wir da neu an.